Hallo und herzlich willkommen an alle Menschen und wie immer auch an die, die es noch werden wollen. Hier ist er endlich, der 7. Teil von Mensch TV. Heute geht's um Zeichen und Symbole, denn ich fragte mich, warum fast alle Darstellungen von Sternen in meinem Umfeld ausgerechnet 5 Zacken haben und dann auch noch in einer solch mathematisch exakten Struktur. Ich sprach einfach mal ein paar Menschen an und bat sie, mir einen Stern zu malen und ihr Alter dazu zu schreiben. Das Ergebnis seht ihr hier die ganze Zeit im Hintergrund. Und nur einer der Sterne weist 5 Zacken auf. Schon komisch. Die wenigsten Menschen assoziieren einen Stern als ein 5-zackiges geometrisches Gebilde. Woher kommt das also? Ich habe mal wieder nachgeforscht. Allerdings muss ich eine Warnung aussprechen. Wer meint, sein Leben verliefe wunderbar und alles sei schön, wer also gerne in seiner Matrix weiterleben möchte, der sollte an dieser Stelle das Video einfach beenden. Es könnte nämlich sein, dass sich dein Leben und deine Sichtweise auf einige Dinge in den nächsten knapp 1,5 Stunden grundlegend verändern. Allen anderen wünsche ich wie immer viel Spaß und los geht's! Meine Recherche nach Zeichen und Symbolen begann ich diesmal bei Wikipedia. Da stieß ich ziemlich schnell auf die Freimaurerei, aus der ich euch einen kleinen Abschnitt vorlesen möchte. Die Freimaurerei, auch königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Die 5 Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Sie sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Nach ihrem Selbstverständnis vereint die Freimaurerei Menschen aller sozialen Schichten, Bildungsgrade und Glaubensvorstellungen. Die Freimaurerei ist weltweit in Logen organisiert und betreibt in vielen Ländern Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit den Salons, den Lesegesellschaften und anderen Zusammenschlüssen der frühen Aufklärung bildeten die Logen in ganz Europa eine neue Form von Öffentlichkeitsarbeit und trugen zur Verbreitung aufklärerischer Ideen bei. Freimaurer haben sich der Verschwiegenheit und insbesondere dem Grundsatz verpflichtet, freimaurerische Bräuche und Logenangelegenheiten nicht nach außen zu tragen. Dies soll intern den freien Ideen- und Meinungsaustausch ermöglichen. Grundsätzlich sind die meisten Rituale durch einschlägige Literatur zugänglich. Die Zeremonien und die alten Pflichten der spekulativen Freimaurerei werden auf Gebräuche und Unterlagen historischer Steinmetzbruderschaften zurückgeführt. Freimaurer treffen sich zu ritueller Tempelarbeit. Zum Ritual kann ein Vortrag mit freimaurerischen Bezügen gehören. Während der Tempelarbeit besteht eine meditative Atmosphäre. Eine Diskussion des Vortrages findet im Tempel nicht statt. Das Thema kann aber in einer anschließenden Tafelloge ungezwungen weiter besprochen werden. Nach außen wirken Freimaurer auch durch karitative Arbeit und Förderung von Bildung und freiheitlicher Aufklärung. Eines der häufigsten Symbole in der Freimaurerei ist das Pentagramm. Dieses Symbol kann auf verschiedene Art und Weisen interpretiert werden. Als Zeichen für die 5. Wissenschaft weisen die Spitzen auf die Tugenden der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Stärke, der Mäßigkeit und des Fleißes hin. Eine weitere Interpretation besagt, dass die unteren 4 Spitzen für die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde stehen, die vom übergeordneten Geist kontrolliert werden. Diese Interpretation wird zu einem späteren Zeitpunkt noch sehr interessant. Nebenbei, füllen wir das Zentrum des Pentagramms aus, landen wir in der militärischen Machtzentrale der Vereinigten Staaten von Amerika. Zufall? Beginnen wir mit der Spurensuche. Wo überall ist auf diesem Planeten dieses Symbol bekannt? Fangen wir bei den großen Strukturen an, den Ländern. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses Symbol weltweit genutzt wird und nicht nur in den Flaggen?
Vom größten Konzern bis zu den kleinsten Firmen werden wir mit Pentagrammen berieselt. Tagtäglich, 24 Stunden rund um die Uhr. Und die wenigsten von uns merken das. Kommen wir noch einmal zurück zur Interpretation des Pentagramms. Der Geist kontrolliert die Elemente, könnte man frei übersetzen mit: Ich bin mir bewusst, was ich mache, habe alles unter Kontrolle und überblicke mein Handeln und dessen Auswirkungen. Allerdings habe ich auch immer wieder folgende Versionen des Pentagramms entdeckt. Welche Bedeutung hat das, wenn man von der gleichen Interpretation ausgeht? Etwa: Denk nicht darüber nach, konsumiere. Mach, was du willst mit den gegebenen Elementen. Materielles ist zu wichtig, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Diese Darstellung empfinde ich als ziemlich zerstörerisch. Würde es nicht die absolute Ausbeutung des Planeten und der Menschen bedeuten? Wer würde auf so eine Idee kommen? Mal sehen, was Wikipedia zum umgedrehten Pentagramm, das man auch Pentakel nennt, sagt. Seit dem französischen Okkultisten Eliphas Lévi wird insbesondere das umgekehrte Pentagramm, Pentakel, mit Okkultismus und Satanismus in Verbindung gebracht. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird es als Zeichen der Ziege des Sabbat bezeichnet, wobei die Zacken jeweils für die Hörner, die Ohren und den Bart der Ziege stehen. Weiterhin wird auf dieser Seite auf das Siegel des Baphomet hingewiesen. Wenn ich mir diesen Dämon jetzt genauer ansehe, entdecke ich als erstes wieder das Pentagramm. Und dann habe ich das Gefühl, als hätte ich den Knilch schon mal irgendwo gesehen. Wo war das nur? Etwa auf der Rückseite des alten Personalausweises? Da das Ganze aber nur eine Verschwörungstheorie ist, kehren wir mal lieber zurück zu den Symbolen und Zeichen der Freimaurerei. Auf der Weltnetzpräsenz der Freimaurer Johannesloge zum Totenkopf und Phönix Berlin finden wir links oben ein weiteres Symbol der Freimaurerei. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge. Wikipedia meint dazu: Das Auge der Vorsehung, auch allsehendes Auge oder Gottesauge, ist ein Symbol, welches gewöhnlich als das alle Geheimnisse durchdringende allsehende Auge Gottes interpretiert wird und den Menschen an die ewige Wachsamkeit Gottes mahnen soll. Dargestellt wird es als ein von einem Strahlenkranz umgebenes Auge und ist meist von einem Dreieck umschlossen, das auf die Trinität verweist. Dieses Dreieck schließt auch die Aspekte mit ein, die der Zahl 3 nachgesagt werden, die von alters her als Annäherung an die Kreiszahl bekannt war und daher als heilige göttliche Zahl galt. Die Zahl 3 finden wir auch ständig in der Freimaurerei wieder. Als Beispiel kennt man in der Freimaurerei die drei unteren Grade: Lehrling, Geselle, Meister. Nach der Darstellung, die wir vorhin schon sahen, besteht die Struktur der Freimaurerei aus 33 Grade. Weiterhin finden wir auszugsweise zu diesem Thema bei Wikipedia: Das Auge der Vorsehung erscheint auch als Teil der Freimaurersymbolik. In vielen Logen leuchtet es im Osten über dem Stuhl des Meisters vom Stuhl und spielt gelegentlich auch im Meistergrad eine Rolle. Vor allem taucht es jedoch im Lehrlingsgrad auf. Häufig hat das freimaurerische Auge der Vorsehung einen halben Strahlenkranz unterhalb des Auges. Oftmals sind die untersten Strahlen dabei nach unten verlängert. Das Auge ist häufig von einem Dreieck umschlossen. Es ist das Zeichen des Feuers und der aufklärenden Wissenschaft und dient der Messung der größten Distanzen, aber auch der Trinität im Christentum. Dabei wird das Dreieck hier als Bezug zur freimaurerischen Zahl 3 in der Numerologie verstanden. Hier bietet es sich auch mal an, kurz auf Pause zu drücken und nachzulesen, wie Wikipedia mit solchen Themen umgeht, ob da jemand eine Aussage nicht passte. So, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wo wir überall diese Pyramiden mit dem allsehenden Auge finden. Hier haben wir erstmal einen schönen Kornkreis und dann schauen wir mal, welche Firmen sich mit Pyramiden und Dreiecke schmücken. Und dann gucken wir mal, wo wir überall die Augen entdecken können.
hier sieht man ganz deutlich, dass wir tagtäglich mit diesen Symbolen überflutet werden und es einfach nicht wahrnehmen. Aber nicht nur Flaggen und Firmenlogos sind voller freimaurerischer Symbole. Ganze Gebäude führen uns diese Symbolik tagtäglich vor Augen, ohne dass wir davon bewusst Notiz nehmen. Hier ein Beispiel. Die Pyramiden stehen direkt vor dem Louvre in Paris. Architektonisch könnte man sagen, Freimaurerstil damals und heute. Oder hier, die Stadtbibliothek in Ulm. Irgendwie verschandelt die doch die Landschaft, oder? Naja, und als drittes Beispiel soll der Messeturm in Frankfurt dienen. Achtet mal auf die Flugbefeuerung, die sich normalerweise am höchsten Punkt befinden sollte. Hier sieht es aber eher nach dem berühmten Auge in der Pyramide aus. Ist aber bestimmt nur Zufall, genauso zufällig wie die zusätzlichen kleinen Pyramiden. Und der nächste Zufall könnten die 13 Etagen sein, die Pyramide hoch ist. 5 plus 5 plus 3. Zählt einfach mal die Zwischenböden. Um meine Gedankenspiele bei den nächsten Firmen- und Konzernlogos zu verstehen, brauchen wir noch eine weitere Information über die Freimaurerei. Es geht dabei um die Farben Blau und Rot. Wikipedia meint dazu, blaue Johannes-Freimaurerei. Die drei Grade der blauen Freimaurerei heißen Lehrling, Geselle und Meister. Unter Hochgrade finden wir die Grade 1 bis 3, Lehrling, Geselle, Meister, werden als blaue, die Grade darüber als rote Hochgrade bezeichnet. Im Laufe meiner Recherchen bin ich dann zu der Überzeugung gekommen, dass die meisten Mitglieder der blauen Freimaurerei wirklich nach den Tugenden der Freimaurer leben und in diesem Sinne für die Menschheit handeln. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass es in den roten Hochgraden Strukturen gibt, die schon lange vergessen haben, wofür sie stehen sollten. Diesen Punkt werde ich später noch einmal aufgreifen. Jetzt möchte ich nur die Frage stellen, ob die Farbwahl der folgenden Firmen bzw. Konzerne auch nur Zufall sind. Die es noch nicht entdeckt haben, dies ist das Eccles Building der Federal Reserve Bank in Washington DC. Im Übrigen eine Privatbank, bei der sich die Vereinigten Staaten gegen Zins und Zinseszins Geld oder sowas ähnliches leihen können. Müssen. Wer die Wurzel allen Übels sucht, sollte hier anfangen nachzuforschen. Kleine Anmerkung von mir, dieses Mal sollte man allerdings auf Wikipedia verzichten. Wobei, so ganz blöd ist es ja nicht, Wiki zu befragen. Durch Zufall steht nämlich die größte Federal Reserve Bank in New York in der Liberty Street 33. Aber wie gesagt, nur ein Zufall. Wenn wir jetzt schon bei der Federal Reserve Bank, kurz FED, sind, schauen wir uns doch einfach mal an, was die so herstellen. Richtig, die Federal Reserve Note. Die man bitte nicht mit dieser Banknote verwechseln darf. Das ist nämlich der Original-Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika. Staatliches Zahlungsmittel und der Grund, weshalb JFK gestorben wurde. Wir bleiben aber beim Geldschein der privaten Federal Reserve Bank und schauen uns das Papierchen mal genauer an. Zu dieser Seite kommen wir später zurück. Jetzt schauen wir uns erst einmal die Rückseite genauer an. Dort entdecken wir nämlich das große Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika. Und genau das werden wir uns jetzt näher ansehen. Das ist die Vorderseite des Siegels, auf dem uns sofort die Pentagramme, 13 an der Zahl, ins Auge schießen. Diese bilden wiederum in ihrer Anordnung ein Hexagramm. Die Zahl 13 finden wir ja auch noch einige Male wieder. Zum einen befinden sich 13 senkrechte Streifen auf dem Schild. In der vom Betrachter aus linken, also heraldisch gesehen rechten Klaue des Adlers, befindet sich ein Olivenzweig mit jeweils 13 Blättern und 13 Oliven, während die andere Klaue 13 Pfeile hält.
Wenn man sich das Siegel bei Wikipedia ansieht, wird dort die 13 als Symbol für die 13 Gründerstaaten der VSA, also Vereinigten Staaten von Amerika, genannt. Okay, nehmen wir so hin. Vielleicht hat es ja auch einen Grund, dass es genau 13 Gründerstaaten gab. Vielleicht heißt der Grund aber auch einfach mal wieder Zufall, ne? Wenn wir uns das Band im Schnabel des Adlers ansehen, erkennen wir die lateinischen Worte e pluribus unum. Sollte ich das jetzt falsch betont haben, liegt es daran, dass ich ausschließlich das große Latrinum besitze. Man möge mir verzeihen. Übersetzt soll es aber so viel wie aus vielen eines heißen. Könnte ja vielleicht bündelt die Macht zentral bedeuten. Wer das nicht nachvollziehen kann, sollte sich mal ansehen, wie ein Konzern den anderen übernimmt und somit alle Bereiche unseres Lebens immer weiter monopolisiert werden. Kleine Denksportaufgabe. Was passiert, wenn ein Monopolist den Hahn zudreht? Und wer bestimmt die Preise oder generell das Angebot? Das ist die Rückseite des großen Siegels, auf der sofort die Pyramide mit dem allsehenden Auge auffällt. Und natürlich fehlt auch der Strahlenkranz nicht. An dieser Stelle möchte ich mal wieder Wikipedia zitieren. Das Symbol des allsehenden Auges wurde ursprünglich kirchlichen Gebräuchen entlehnt, findet sich aber ebenso in der Freimaurerei und wird mit den Illuminaten in Verbindung gebracht. Laut Wikipedia waren die Illuminaten eine kurzlebige Geheimgesellschaft, die Adam Weishaupt am 1. Mai 1776 in Ingolstadt gründete und die im Jahre 1785 verboten wurde. Na, damit ist ja wohl hieb- und stichfest bewiesen, dass es diese Geheimgesellschaft nicht mehr gibt, oder? Zurück zum großen Siegel. Die Pyramide besteht aus 13 Steinreihen und in ihrem Sockel ist die Zahl 1776 dargestellt. In diesem Jahr wurden die Vereinigten Staaten von Amerika unabhängig erklärt. Annuit coeptis. Er hat das Begonnene gesegnet. Wer auch immer dieser Er ist, vielleicht erhalten wir noch eine Antwort. Im unteren Banner finden wir die Worte Novus Ordo Seclorum. Wikipedia übersetzt das mit eine neue Ordnung der Zeitalter. Vielleicht kann man das aber auch einfach mit eine neue Weltordnung übersetzen. Dann könnte man die Enden des Banners mit der gespaltenen Zunge einer Schlange vergleichen, die für Lüge und Hinterhältigkeit steht. Interessant für mich ist allerdings, dass Abermillionen Menschen tagtäglich diese Scheine mit den unzähligen Symbolen von Hand zu Hand weiterreichen, ohne auch nur einen Gedanken darüber zu verlieren. Wie komme ich jetzt aber auf den Gedanken, dass Novus Ordo Seclorum mit eine neue Weltordnung übersetzt werden könnte? Dazu möchte ich einigen mehr oder weniger Berühmtheiten das Wort übergeben. It is a big idea. A new world order. A new world order. Yet, when really a new world order can be created, it's a great opportunity, isn't it? On what kind of new world order we really create? Das brauchen wir, damit wir eine neue Weltordnung schaffen können. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufuor. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Der Papst fordert eine echte politische Weltautorität. Wer soll das sein? Ja, es geht darum, dass die Welt durch die Globalisierung eine große Einheit geworden ist. Wir gehen immer mehr einer Weltgesellschaft entgegen und da braucht es Leitplanken etwa für die Finanzflüsse, da braucht es Leitplanken für die Gestaltung der Wirtschaft im Sinne der sozialen Marktwirtschaft und da muss jemand da sein, der für diese Leitplanken sorgt. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung, ein Gremium, das Verantwortung dafür trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann und dazu die entsprechenden Vollmachten hat. Man kann ja wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt und dann auch die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten hat, das durchzusetzen. Jetzt muss ich mal ein bisschen zusammenfassen. Amerikanische Präsidenten, BRID-Politikdarsteller und sogar der Papst im Vatikan reden von einer Ein-Weltregierung und von neuer Weltordnung? Haben die sich alle verabredet oder wie kommen die alle auf die gleiche Idee einer neuen Weltordnung? Gibt es im Hintergrund irgendwelche Strukturen, in denen sich diese Leute mehr oder weniger heimlich treffen? Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Gemeinsamkeiten oder Anzeichen für solch eine Geheimgesellschaft finden. Wie könnte denn so eine Gesellschaft aussehen und wie würden die sich untereinander verständigen, ohne dass es der Masse auffällt? Als kleines Beispiel soll die nicht wirklich geheime Metal-Szene dienen. Hier sieht man unzählige Male das Symbol des Devil's Horn oder auf Deutsch Teufelshörner.
Bei Wikipedia fallen dann auch solch berühmte Namen wie John Lennon, Paul McCartney und Elvis Presley, die dieses Zeichen schon in den 50er und 60er Jahren präsentierten. In der Rock- und Metal-Szene ist dieses Zeichen ein Symbol für Satan, das Böse oder Mystik. Hocherfreut war ich, als ich dann diese ganzen Persönlichkeiten entdeckte, die anscheinend gerade auf einem Konzert waren oder heimlich ihren MP3-Player im Gepäck haben müssen. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass sich diese Persönlichkeiten nicht über das letzte Metal-Treffen freuen. Aber wieso machen die das dann? Und welche Bedeutung hat es bei denen? Und vor allem wurde die Frage immer noch nicht beantwortet, wie sich diese Personen gefunden haben und ob vielleicht noch mehr dahinter steckt. Zur Symbolik selbst kommen wir etwas später. Jetzt möchte ich euch erst einmal einen Ausschnitt aus Neues aus der Anstalt zeigen, in dem Erwin Pelz sich genau solch ein Netzwerk offenlegt. Weshalb das Publikum lacht, ist mir unverständlich, denn wer verstanden hat, um was es dort geht, dem sollte eigentlich das Lachen im Halse stecken bleiben. Vorhang auf, Erwin Pelzig. Beginnt jetzt vielleicht eine neue Zeit und bevor Sie sich solchen Gedanken hingeben, möchte ich Ihnen beweisen, dass da kein Anlass besteht zum Optimismus und dass es einer Bank wie Goldman Sachs wirklich am Arsch vorbeigehen kann, wer da gerade jeweils den amerikanischen Präsidenten spielt, weil die haben genug Eichenleut. Jetzt schauen Sie her, Goldman Sachs, großer Krisengewinner und wieder mit einem milliardenschweren Quartalsgewinn. Der US-Chef von Goldman Sachs, das ist Herr Lloyd Blankfein, ein Mann, der in der Bronx aufgewachsen ist und deswegen sehr gut weiß, wie man anderen auf die Fresse gibt. Der Deutschlandchef von Goldman Sachs ist Alexander Dibelius und fürs internationale Geschäft im Vorsitz sitzt bei Goldman Sachs der Ire Peter Sutherland, ein Ire, ehemaliger EU-Kommissar und Mitglied in der Trilateralen Kommission. Die Trilaterale Kommission, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Die Trilaterale Kommission ist eine kleine, sehr feine, private Politikberatung in Washington. Da sitzen 300, 400 Leute mit sehr viel Macht. Da sitzen zum Beispiel in der Trilateralen Kommission, sitzen zum Beispiel Leute wie Lukas Papademos, kennen wir noch, griechischer Übergangsregierungschef, oder in der Trilateralen Kommission bis vor kurzem auch noch der italienische Regierungschef Mario Monti. Was verbindet Monti und Papademos darüber hinaus? Richtig, beide waren einmal bei Goldman Sachs. In der Trilateralen Kommission aber auch vertreten Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz war einmal Chef der Weltbank, musste dann aber sein Böstli abgeben, weil er seine Freundin protestiert hat. Er hat ihr in der Weltbank ein Böstli zugeschoben mit Gehaltserhöhung, musste zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Robert Zöllig. Und wo war Zöllig vorher? Richtig, bei Goldman Sachs. Zöllig übrigens bitte niemals verwechseln mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Robert Zollitsch. Robert Zollitsch hat an dieser Tafel eigentlich überhaupt nichts zu suchen, aber ich lass ihn mal hängen, weil man weiß ja nicht. Und im Übrigen fällt mir ja gerade ein und auf, Peter Sutherland ist ja nicht nur im Vorsitz bei Goldman Sachs International und in der Trilateralen Kommission, sondern er ist ja auch noch Berater der Apostolischen Güterverwaltung. Und wo hockt die Apostolische Güterverwaltung? In Rom. Und wer hängt dauernd in Rom herum? Zollitsch, jetzt hab ich dich doch am Hacken, ja? Goldman Sachs.
Goldman Sachs hat aber auch noch andere Nutztiere laufen auf dem großen Straßenstrich der Macht. Zum Beispiel Petros Christodoulou war bei Goldman Sachs und was macht er heute? Chef der griechischen Schuldneragentur. Oder Charles Henry de Croissy war lange 7 Jahre bei Goldman Sachs. Was macht der Franzose heute? Er überwacht in Frankreich die Finanzaufsicht. Oder Philippe de Murphy. Ja, war 23 Jahre bei Goldman Sachs. Was macht er heute? Er ist US-Botschafter in Berlin. Philippe D. Murphy, auch Mitglied der Atlantikbrücke. Die Atlantikbrücke, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Die Atlantikbrücke ist ein Elite-Netzwerk, ein deutsch-amerikanisches Elite-Netzwerk. Da hocken Politiker, Finanzgesindel, Journalisten, ja, denken über die Zukunft nach, eine Denkfabrik. Und sie kümmern sich auch um den politischen Nachwuchs der Zukunft. Die Atlantikbrücke hat Förderprogramme, Young Leader Förderprogramme. Von den Programmen der Atlantikbrücke zum Beispiel haben profitiert Cem Özdemir von den Grünen oder Julia Klöckner von der CDU. Aber die Atlantikbrücke hat auch gefördert, halten Sie sich fest, zu Gutenberg, Christian Wulff und Silvana Koch-Merin. Man möchte sich vor Vergnügen in die Hose schiffen. Ja? Dann Mitglied in der Atlantikbrücke auch Goldman Sachs-Chef Deutschland Alexander Dibelius und unsere geschätzte Kanzlerin, die allerdings auch ganz direkt sich beraten lässt von Alexander Dibelius von Goldman Sachs. Den haben wir hier. Oh ja, Robert Rubin, ja, war mal Finanzminister unter Bill Clinton und wo kam er her? Genau, von Goldman Sachs. Ja, was macht Robert Rubin heute? Er berät Timothy Geithner, den jetzt noch amtierenden US-Finanzminister. Allerdings ist der Geithner nur noch bis Januar im Amt. Dann macht er nimmer, dann braucht er ein neues Böstli. Und wo geht er hin? Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal zu Goldman Sachs. Ja? Geithner war nämlich noch nie bei Goldman Sachs und deswegen hat er einen ganz engen Mitarbeiter, Mark Patterson. Und wo war Mark Patterson vorher? Bei Goldman Sachs. Timothy Geithner, im Übrigen auch ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission und Mitglied im Council on Foreign Relations. Der Council on Foreign Relations, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Der Council on Foreign Relations, das ist eine der mächtigsten Denkfabriken der Welt. Da hocken 3.000, 4.000 wirklich mächtige Oberheinzen, ja, und die denken nach über die Zukunft und nachdenken über die Zukunft. Das kostet Geld. Und wo kommt das Geld her für den Council? Wo kommt's her? Wo kommt's her? Unter anderem von Goldman Sachs, ja. Mitglied im Council on Foreign Relations ist auch Henry Paulson. Er war mal Finanzminister unter George W. Bush. Und wo war er vorher? Bei der Sparkasse in Lüdenscheid. Nein, Späßli. Ja, Späßli. Konrad Späßli. Wo war Paulson vorher? Wo war Paulson vorher? Natürlich, er war der alleroberste Chef von Goldman Sachs. Paulson, dadurch sehr gut vernetzt mit E. Gerald Corrigan. Corrigan war der amerikanische Notenbankchef. Und was macht er jetzt? Er ist jetzt bei Goldman Sachs. Aber er ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations und er ist Mitglied in der Group of 30. Die Group of 30. Das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Das ist ein Lobbyclub der Finanzmafia. Da ist der Corrigan drin. Und wer ist noch in der Group of 30? Mario Draghi. Und wo war Mario Draghi vorher? Bei Goldman Sachs. Und was macht Draghi jetzt? Er ist Chef der EZB. Und wer war auch bei der EZB? Mein Würzburger Landsmann Ottmar Issing war jahrelang Chefökonom und Berater der Kanzlerin. Und was macht Ottmar Issing jetzt? Er berät Goldman Sachs. Und deswegen ist Issing vernetzt mit Jean-Claude Trichet. Hier die Verbindung, der Vorgänger von Draghi. Und was macht Trichet jetzt? Er ist in der Group of 30 und in der Trilateralen Kommission. Und deswegen kennt er auch den Papademos und Mario Monti. Die kennen sich alle. Und er war in Rom. In Rom. Nun ist Goldman Sachs ja nicht gerade eine Geheimgesellschaft. Aber wie sieht es denn mit den von Pelzig genannten anderen Organisationen aus? Hand aufs Herz. Wer kann sich jetzt noch an deren Namen erinnern? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich mache an diesem Punkt gleich weiter. Möchte aber noch eine kleine Information einwerfen, bevor wir die Banken als Hauptthema erstmal verlassen. Hier ist der neue 5-Euro-Schein. Wer jetzt schon den passenden Blick hat, entdeckt sofort die Pentagramme.
Es ist aber noch ein anderes Symbol auf diesem Copyright-Zeichen verzierten Kunstdruck. Habt ihr es auch schon entdeckt? Käme es aus Deutschland, wäre hier wahrscheinlich die Hölle los. Da es aber aus der EU kommt, kann es ja nicht so schlimm sein, oder? Ich präsentiere die Swastika, beziehungsweise hunderte davon. Ist aber bestimmt nur Zufall, da das ausgewählte Muster zufällig diese Symbole entstehen lässt. Außerdem ist es ja ein Sonnen- bzw. Glückssymbol, jedenfalls in weiten Teilen der Welt und das schon seit tausenden von Jahren. Aber 12 Jahre gesteuerter Firmenkrieg können das schon ein wenig verschleiern und ins Negative drehen. Zu dumm, dass in der EU die Nachfahren derer sitzen. Zurück zu den Geheimgesellschaften. Ich habe im Weltnetz ein kleines Bildchen gefunden, auf dem wunderbar zu erkennen ist, wer sich wie mit wem vernetzt. Da finden wir den CFR, der hier nicht Claudia Fatima Roth heißt, sondern Council of Foreign Relations. Die Vereinten Nationen, die Bilderberger, die im Übrigen seit 2013 plötzlich keine Verschwörungstheorie mehr sind und bei ihrem Treffen sogar ein Pressezentrum einrichteten. Über die Jahre vorher redet man nicht, die diffamierten Verschwörer bleiben einfach Spinner. Ach ja, Pressezentrum, was bedeutet eigentlich BBC? Etwa Bilderberger Broadcast? Ach, lassen wir das. Weiterhin finden wir den Club of Rome, das Royal Institute of International Affairs oder auch Chatham House und die Trilaterale Kommission. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus diesen Gesellschaften, in denen man ausschließlich die Obersten der Banken, der Politik, der Wirtschaft und der Presse findet. Vielleicht findet man deshalb auch so wenige Informationen darüber in den Verblödungsmedien. Und es geht noch weiter. An vielen berühmten Universitäten gibt es Studentenverbindungen, wie zum Beispiel diese hier, Skull and Bones. In letzter Zeit sickern auch immer mehr Informationen über diese Verbindung durch, Bohemian Grove, California. Beide Verbindungen glänzen durch freimaurerische und vor allem satanische Rituale. Das sauge ich mir nicht aus den Fingern, das kann jeder für sich selbst im Weltnetz und sogar bei den Propagandaseiten von Wikipedia nachlesen. Inzwischen werden sogar Teilnehmerlisten veröffentlicht, bei denen man nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Hier möchte ich euch eine Seite der Uni Münster über Skull and Bones präsentieren. Die Informationen auf dieser Seite findet man auch auf vielen englischsprachigen Seiten. Bemerkenswert ist hier die Mitgliederliste. Lest einfach mal selbst nach. So langsam frage ich mich, wo die Theorie bei den ganzen Verschwörungen bleibt. Ach ja, hier noch einmal die Bohemian Grove Eule. Was macht die eigentlich auf dem Dollarschein? Über die einzelnen Gesellschaften möchte ich hier gar nicht weiterreden. Informationen und Dokumentationen gibt es darüber ohne Ende im Weltnetz. Hier ist nur die Kernaussage wichtig, dass es Geheimgesellschaften gibt. Wie aber verständigt man sich, wenn man doch geheim bleiben soll? Woher wissen die Mitglieder, wer auf ihrer Seite steht und in der gleichen oder einer anderen Gesellschaft Mitglied ist? Richtig, man bedient sich gewisser Symbole und Zeichen, wie wir das schon bei den Freimaurern und Metal-Fans gesehen haben. Bei letzteren gab es das Devil's Horn, das wir aber auch bei vielen, nennen wir sie Nicht-Metal-Fans, gesehen haben. Jetzt müssen wir mal die Fakten sortieren. Nehmen wir dafür mal diesen Herrn hier. Der zeigt munter das Devil's Horn, ist Mitglied bei Skull and Bones, musste dort mindestens einmal bei der Aufnahme einem satanischen Ritual beiwohnen und gehört zur Führungsriege dieser Welt. Jedenfalls wurde er für diese Rolle ausgesucht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in diesen Gesellschaften, die in Anführungszeichen mächtigsten der Welt herumtreiben und dort auch nicht vor satanischen Ritualen zurückgeschreckt wird, wird mir ein wenig flau im Magen. Wenn dem aber so ist, muss es doch dafür auch weitere Anzeichen und Beweise geben. Ich kann euch jetzt schon sagen, die gibt es. Wer hier allerdings Wikipedia nach Satanismus befragt, wird mit Blalabersülz abgespeist. Da wir aber noch Hintergrundinformationen brauchen, suchte ich weiter und fand diese Seite. Hier geht es um Okkultismus und satanische Symbole. Gleich als erstes finden wir das uns schon bekannte umgedrehte Pentagramm. Das zweite Symbol, das umgekehrte Kreuz, fand ich seltsamerweise ausgerechnet bei dieser Persönlichkeit. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es mir nicht um Diffamierung einzelner Personen oder gar Religionsgemeinschaften geht. Ich möchte lediglich das zeigen, was öffentlich vor uns liegt und einfach mal die eine oder andere Frage stellen und somit zum Nachdenken anregen. Deshalb möchte ich hier die christliche Glaubensgemeinschaft bitten, mir folgende Frage in den Kommentaren zu beantworten. Was bedeutet dieser Zusammenhang? Wenn ich die kalten Fakten verknüpfe, bedeutet das für mich, dass Millionen von Menschen an der Nase herumgeführt werden. Sehe ich das falsch? Das vierte Symbol, die gehörnte Hand, kennen wir wieder zu Genüge. Und das fünfte lassen wir einfach mal außen vor. Kommen wir jetzt aber zum dritten Symbol, den drei Sechsen.
Dieses entspringt direkt der Bibel, und zwar der Offenbarung, Kapitel 13. Dort heißt es: Und es ward ihnen gegeben, dass es dem Bilde des Tiers den Geist gab, dass des Tiers Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet wurden. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschenzahl, und seine Zahl ist 666. Hoppala. An dieser Stelle möchte ich alle Zuschauer, die Probleme mit diesem Thema haben, bitten, sich das Folgende nicht mehr anzusehen. Denn ab jetzt geht es ans Eingemachte. Bei der Hinterfragung dieses Themas sind Fakten aufgetaucht, mit denen ich nicht gerechnet habe und die ich euch allerdings nicht vorenthalten möchte. Vielen von euch werden einige oder vielleicht sogar alle Fakten bereits bekannt sein. Aber habt ihr sie auch schon einmal in diesem Zusammenhang angesehen? Also wie gesagt, letzte Möglichkeit zum Abschalten. Na gut, ihr seid noch da, dann mal los. Ihr glaubt gar nicht, wo man uns überall mit den drei Sechsen bombardiert. Um das zu verstehen, brauchen wir aber mal wieder weiteres Hintergrundwissen. Ich habe hier aus zwei verschiedenen Quellen das hebräische Alphabet, in dem wir uns den sechsten Buchstaben, genannt Waff, ansehen. Dieses steht für die Buchstaben V und W, die wir aus dem Englischen als U und W, also Doppel-V, kennen. Das heißt also, hallo, was ist das denn? Nicht erkannt? Vielleicht wird es ja so deutlicher. Ich gehe einfach mal davon aus, dass nahezu alle Mitarbeiter dieses Konzerns nichts von der versteckten Symbolik wissen. Wie sieht es aber mit den Gründungsmitgliedern bzw. dem Grundsteinleger aus, der am 8. März 1934 bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung den Bau eines Fahrzeugs für breite Schichten der Bevölkerung forderte? Dieser war dem Okkultismus nachweislich äußerst angetan. Sein Name war Adolf Hitler. Und ja, ich weiß, dass VW für Volkswagen steht, aber auch die andere Bedeutung ist Realität oder Zufall. Dann ist aber das Logo des nächsten Konzerns auch nur Zufall, oder? Monster. Ein US-Unternehmen, das erst 1997 gegründet wurde. Das Logo soll ein kleines M in Form von Kratzspuren darstellen. Allerdings kann man es auch als 3x Pfaff, also 666, interpretieren. Über den Inhalt schweige ich lieber. Jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr nichts oder nur sehr wenig über Numerologie wisst, die nächsten Seiten selbst durchzulesen. Drückt bitte Pause dafür, denn ich blende die 8 Seiten jeweils nur 5 Sekunden ein. Wer keine Lust hat, alles zu lesen, sollte aber trotzdem die Texte mal kurz überfliegen. Das ist wichtig, weil uns dieses Thema in eine ganz bestimmte Richtung drückt, die zum Schluss zur Kernaussage dieser ganzen Folge führen wird. Wenn wir also an die Wurzeln der Numerologie gehen, landen wir in der Bibel, im alten Asien, ja sogar im noch älteren Babylon und auch mal wieder im Hebräischen sowie in der Kabbala, der laut Wikipedia mystischen Tradition des Judentums. Und auch hier wieder der Hinweis, dass ich lediglich öffentlich zugängliches Material zusammentrage und keine persönlichen Abneigungen oder Verhetzungen betreibe. Der Schwerpunkt des nächsten Beispiels liegt in der babylonischen Zahlensymbolik, und zwar bei der Zahl 12. Diese steht dort unter anderem für den 12-jährigen Umlauf des Jupiter, die 12-Teilung des Tierkreises und den 12 Doppelstunden für den Tag. Das klingt für mich wie der Anfang unserer noch heute gültigen Zeitrechnung. Wenn sich dort schon die drei Sechsen finden würden, was könnte das bedeuten? Hier darf sich jeder für sich selbst seine Gedanken machen. Denn an diesem Punkt bin ich nicht mehr in der Lage, Wahrheit, Mystik und Verschwörung zu unterscheiden.
Dieses Beispiel sollte auch nur dazu dienen, um aufzuzeigen, wie alt diese Zahlen und Symbole sind und dass der Grundstein für die weltweite Verbreitung schon vor sehr langer Zeit gelegt worden sein muss. Was auch immer das damals bedeuten sollte, kann ich noch nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass es in der heutigen Zeit Kreise gibt, die völlig krank und menschenverachtend ihre satanischen Neigungen ausleben und uns mit ihrer Symbolik überschwemmen. Ich kann dazu nur sagen, Glück hat der, der die Zeichen früh genug erkennt. Was ich damit meine, werde ich euch jetzt zeigen. Und dann kommen wir auch zum nächsten Puzzleteil, das mit Abstand das Abscheulichste ist. Danach geht's an die Beweise. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute fragen wir uns, soll Pädophilie gesellschaftstauglich werden? Der ehemalige Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft, Professor Dr. Volkmar Sigusch, äußerte im Deutschen Ärzteblatt Folgendes. Ich zitiere: Ein Mensch, der pädophile Neigungen hat, kann so wenig dafür wie der, der eine erwachsene Frau begehrt. Zitat Ende. Ebenso erwähnte Professor Sigusch, dass durch die neosexuelle Revolution viele pervers angesehene Praktiken in ein mildes öffentliches Licht gerückt sind. Nicht aber die Pädophilie. Sie ist eines der letzten sexuellen Tabus. So die Auffassung von Sigusch, das noch gebrochen werden muss. Solange wir solchen Stimmen ohne unsere Gegenstimme weiterhin dulden, haben wir uns und unsere Zukunft schon aus der Hand gegeben und werden so durch unser Stillschweigen zur Pädophilie versklavt. Nachdem Klagemauer bereits mehrfach über pädophile Hintergründe bei den Grünen berichtete, können nach gut 30 Jahren auch die Massenmedien dazu nicht mehr schweigen. Laut Spiegel hätten sich die Grünen in den 80er Jahren stärker für die Interessen von Pädophilen eingesetzt als bisher bekannt. So sei die sogenannte Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Päderasten, was Homosexuelle im antiken Griechenland zwischen Männern und männlichen Jugendlichen sind, und Transsexuelle, die sich offen für eine Legalisierung von Sex mit Kindern aussprach, direkt von der Bundespartei und der Bundestagsfraktion finanziert worden, was nun ein unabhängiger Parteienforscher genauesten untersuchen soll. Bereits am NRW-Landesparteitag von 1985 hatten sich die Delegierten für Straffreiheit von Sexualität mit Kindern ausgesprochen, ohne von den Medien an den Pranger gestellt zu werden, wie man es doch sonst bei jeder extremen Partei macht. Europaabgeordneter und Grünen-Ikone Daniel Cohn-Bendit berichtete öffentlich über seine pädophilen Erlebnisse, behauptete dem Spiegel gegenüber, die Forderung nach Straffreiheit für Pädophile sei seinerseits keineswegs eine Minderheitenposition bei den Grünen gewesen. Auch wenn diese Aufarbeitung sehr spät erfolgt und die Enttabuisierung der Pädophilen schrecklichste Früchte in unserer Gesellschaft getragen hat, freuen wir uns darüber und erwarten knallharte Konsequenzen. So wie einen mindestens genauso großen Medienrummel wie beim NSU-Skandal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Willkommen bei Klagemauer TV. Pädophile als Volksvertreter im EU-Parlament. Wie hat doch die Grünen-Chefin Claudia Roth in der Missbrauchsaffäre innerhalb der katholischen Kirche gegen den Bischof Walter Mixer gewettert und geschossen? Doch wie steht es da um ihren Parteigenossen Daniel Cohn-Bendit, der als grüner Volksvertreter im EU-Parlament sitzt? Öffentlich sprach und schrieb dieser Mann über seine pädophilen Neigungen und Handlungen an fünfjährigen Kindern in seiner Zeit als Erzieher in einem Kindergarten der Frankfurter Uni. Mixer musste gehen, trotz unbewiesener Vorwürfe. Cohn-Bendit dagegen sitzt als freier Mann im EU-Parlament, ohne dass er für sein öffentliches Selbstgeständnis zur Pädophilie zur Rechenschaft gezogen wird. Was für eine sträfliche Doppelmoral von Seiten der Politik, der Staatsanwaltschaften und vor allem der Medien. Wenn auch Sie genug haben von solcher Art der Doppelmoral, dann machen auch Sie mit und reichen Ihre Klage ein.
Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Grausige Geheimnisse werden derzeit in Hollywood offenbar. Pädophilie war, ist und bleibt eines der größten Probleme Hollywoods. Es ist eine geheime Schande, so ein mittlerweile erwachsenes Missbrauchsopfer. Martin Weiß, ein Manager für talentierte Kinder, wurde wegen Missbrauchs an einem Minderjährigen verhaftet. Fernando Rivas, der Songs für die Sesamstraße schrieb, gab zu, brutale Kinderpornos produziert zu haben. Und Jason James Murphy, der jahrelang unbehelligt als Casting-Agent für Kinder arbeitete, wurde als verurteilter Kinderschänder entlarvt. Laut den Opfern, die sich zunehmend in amerikanischen Shows zu Wort melden, sei Missbrauch in Hollywood an der Tagesordnung. Es existiere ein regelrechter Kinderschänderring um einen bekannten Medienmogul herum, dessen Name nicht genannt wurde. Fachleute sprechen erst von der Spitze des Eisbergs. Wieso macht die Justiz solch ein Laden nicht bis auf Weiteres dicht, wie sie es überall sonst ja auch tut? Warum darf solch eine Hochburg des Verbrechens weiter durch seine Filme international Meinung machen? Pädophile in Hollywood? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hollywood ist die Traumfabrik schlechthin. Dort produziert unter anderem Walt Disney. Der erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit, in der es noch keine Probleme gab und man sich die Zeit mit Mickey Mouse und Donald Duck vertrieb, als man sich im Kino oder Fernsehen die unschuldigen Disney-Produktionen ansah. Dann möchte ich euch jetzt ein paar Auszüge dieser unschuldigen Produktionen näher bringen. Ich möchte dabei völlig harmlos anfangen. Diesen Schriftzug kennt jeder. Wer hat aber diese Symbolik darin schon einmal gesehen? Alles Unfug? Okay, so schmückt sich ein Andenkenladen der Disney Company. Immer noch Unfug? Dann schauen wir uns mal den armen, reichen Dagobert an. Was können wir denn dort im Hintergrund lesen? Ask about Illuminati. Frage nach den Illuminaten. Und Goofy hat auch ein hübsch bedrucktes Skateboard bekommen. Alles nur Zufall? Dann wollen wir die Sache mal etwas härter angehen. Was mag das wohl darstellen? Und diese spärlich begleitete Dame tummelt sich auch in diesem Film herum. Ich hätte auch direkt einen kleinen Ausschnitt aus dieser Produktion. Achtet mal auf die Hose des Priesters. Upsala. So ein schlimmer Bauch. Alles Zufall? Okay, nächster Film. Ich habe mich immer gefragt, warum der Löwe so schlecht gezeichnet aussieht. Jetzt weiß ich es. Hast du es auch schon entdeckt? Hübsch, nicht wahr? Und auch im Film arbeitet man mit unterschwelligen Nachrichten. Vergesst bitte nicht, dass es sich hierbei um Kinderfilme handelt. Kommen wir zu Mickey und Minnie. Hübsch, nicht wahr? Jetzt auch noch? Ach ja, stellt euch mal eure kleine Tochter oder euren Sohn darauf vor. Es gibt noch unzählige weitere Beispiele, egal ob Bernhard und Bianca, Timon und Pumba oder Schneewittchen. Sucht einfach selbst und entdeckt, was wirklich hinter Walt Disney steckt. So viel zur schönen, heilen Disney-Welt. Jetzt sind wir auch so langsam an dem Punkt angekommen, wo wir die Zusammenhänge aufzeigen können. Bleiben wir bei Disney und schauen uns an, wie wir langsam zur Akzeptanz dieser kranken Machenschaften geführt wurden und werden und diese Strukturen dafür auch unsere Kinder nutzen. Ein Ableger der Walt Disney Company ist der Mickey Mouse Club. Dort finden sich junge Künstler wie Christina Aguilera, Kerry Russell, Justin Timberlake und Britney Spears, die dort durch ihre Auftritte zu Teenie-Stars wurden und somit unseren Kindern als Idol dienten und diese auch prägten. Fast alle dieser Künstler fanden sich später in der Musikindustrie wieder, wo sie im Laufe der Zeit eine beunruhigende Metamorphose durchlebten. Zum Beispiel Britney Spears. Während sie in ihrem ersten Video noch als mehr oder weniger braves Schulmädchen dargestellt wurde, änderte sich das von Clip zu Clip zusehends. Von Sklavin über Sexgespielen endete der Weg dann erst einmal beim Schlangenträger, ein weiteres Symbol der Freimaurer und insbesondere der Illuminaten. Die Schlange kennen wir auch aus dem Paradies und auch dort stand sie für das Ende. Wer den Zusammenhang noch nicht erkennt, sollte sich dieses Bild genauer ansehen. Zum einen hat es die Bedeutung des allsehenden Auges, zum anderen hat sich die Dame ein äußerst kreatives Tattoo zugelegt, was man natürlich auch auf diesem Bild hier ganz toll sehen kann. Einen kleinen Nebenverdienst erwirtschaftet Frau Spears mit Parfums. Und auch hier sprechen die Symbole Bände. Schwarz-Weiß steht im Übrigen für die Dualität und war schon zu Anfang dieses Videos in den Logen als Bodenbelag zu sehen. Als zweites Beispiel möchte ich euch Christina Aguilera näher bringen. 1998 sang sie den Song Reflection für den Disney-Film Mulan.
Während die Dame selbst noch als unschuldig dargestellt wird, zeigt das Logo schon in die Richtung, in die es ab jetzt gehen wird. Auf dem Cover ihrer DVD präsentiert sie sich in Schwarz-Weiß. Hier als Lustobjekt und auch das Auge darf nicht fehlen. Völlig pervers ist denn diese Darstellung. Ein anderer Blickwinkel zeigt, dass es um rituellen Kindesmissbrauch geht. Sowohl die zwei Messer, das Pentagramm, als auch die schwarzen Kerzen und der Lammschädel zeigen den satanischen Hintergrund. Vergesst bitte nicht, dass auch Frau Aguilera ein Idol für Teenies ist. Wer hierzu mehr Informationen haben möchte, sollte sich die mehrteilige Doku Illuminaten in der Musikindustrie hier bei YouTube ansehen. Die gleiche Symbolik finden wir auch direkt in Hollywood-Filmen. Nebenbei, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Computertechnik und dem Namen Apple? Weder die beiden Steves noch Ronald als Firmengründer hießen mit Familiennamen Apple. Allerdings finden wir den Apfel in der Bibel, der dort nämlich das Ende des Paradieses einläutete. Und wenn ich mir heute die iPhone-Daddel-Zombies ansehe, dann passt das mit dem Apfel haargenau. Noch einmal zurück zu Final Destination 2. Dieser Film ist vollgepackt mit satanischer Symbolik. Pentagramm, 13, 23. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass nahezu in allen Hollywood-Filmen freimaurerische oder satanische Symbolik zu finden ist. Hier ein paar Beispiele. Starten wir mit Roger Rabbit aus dem Jahr 1988, dem ersten großen Film, in dem Zeichentrickfiguren mit echten Schauspielern zusammen agierten. In der ersten Szene geht es wild in der Küche umher, bis Roger einen Kühlschrank an den Kopf bekommt und laut Drehbuch Sterne sehen soll. Klappt nicht so ganz, aber schaut euch mal den Boden an. Rogers Frau Jessica ist ein Bühnensternchen. Nebenbei nicht nur sie. Hier riskiert Roger ein Auge. Was Richter Doom auch ganz gut hinbekommen. Noch ein nettes Pentagramm. Ja, ich weiß, die Army hat überall dieses Symbol drauf. Guten Morgen. Ach ja, und auch Roger kann irgendwann endlich Sterne, Pentagramme sehen. Das war ja jetzt alles recht harmlos, aber manchmal ist der komplette Film die Botschaft. Und in diesem hier sagt Richter Doom die Wahrheit. Vergleich das mal mit der Realität. Glauben Sie denn wirklich, dass keiner das Verschwinden von Thunstadt bemerken wird? Wer hat schon Zeit, sich zu fragen, was mit ein paar lächerlichen, sprechenden Mäusen passiert ist, wenn man mit 100 Stundenkilometern vorbeifährt? Was reden Sie denn da? An Thunstadt führt doch gar keine Straße vorbei. Noch nicht. Aber vor ein paar Monaten ließ mich eine glückliche Fügung über einen Plan des Stadtrates stolpern. Ein Konstruktionsplan von monumentalen Ausmaßen. Sie nennen so etwas die Autobahn. Eine Autobahn? Was zum Teufel ist eine Autobahn? 8 Spuren schimmernden Zements erstrecken sich von hier nach Pasadena. Bequem, sicher, schnell. Verkehrsstaus gehören dann der Vergangenheit an. Also deswegen haben Sie Acme und Maroon umgebracht? Wegen dieser Autobahn? Das kapiere ich nicht. Natürlich nicht. Ihnen fehlt der Weitblick. Aber ich sehe eine Gegend vor mir, wo die Leute die Autobahn rauf und runter fahren. Rauf und runter, runter und rauf. Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Bald wird dort, wo Thunstadt einst gestanden hat, eine Reihe von Tankstellen sein. Und preiswerte Hotels, Restaurants, die schnell zubereitetes Essen servieren. Reifenhändler, Automobilsalons und Geschäfte. Und wundervolle, wundervolle Werbeplakate, die so weit reichen, wie das Auge sehen kann. Mein Gott, es wird wunderschön. Hören Sie doch auf! Kein Mensch wird über diese miese Autobahn fahren, wenn es mit der Straßenbahn für ein paar Cent geht. Oh, Sie werden fahren. Sie werden es müssen. Sehen Sie, ich habe die Straßenbahn gekauft, damit ich sie demontieren kann. Was? Ja, ist doch ein netter Kinderfilm, oder? Nächstes Beispiel, Spider-Man. Der junge Peter Parker wird von einer genmanipulierten Spinne in die Hand gebissen und bekommt daraufhin Superkräfte. Seine Verwandlung wird nett mit ein paar Totenköpfen in Szene gesetzt, wobei auch das Auge nicht fehlen darf. Bei der Erforschung seiner neu gewonnenen Talente versucht er diese kontrolliert zum Einsatz zu bringen. Ein paar Gesten mit der Hand und schon fliegen die Spinnenweben. Warum aber ausgerechnet bei dieser Handhaltung? Der schwarz-weiß karierte Boden wurde natürlich auch eingebaut. Ob die Farben Blau und Rot wohl absichtlich gewählt wurden? Oder hat man dann nur die Natur mit ihren blau-roten Spinnen kopiert? Im Vorspann von Blade Runner wird man sofort mit dem Auge konfrontiert und erblickt kurz darauf die Pyramide der Tyrell Corporation mit fehlendem Schlussstein, aber dank der fliegenden Autos mit allsehenden Auge. Etwas ganz Besonderes ist die künstliche Eule in diesem Gebäude. Bohemian Grove lässt grüßen. Dank geschicktem Lichtspiel kann man auch hier wieder das Auge erkennen.
etwas nette Straßenbeleuchtung, passend zur Endzeitstimmung, die auf dem kompletten Film lastet. Und diese nette Dame hat zum letzten Mal ihre Schlange getragen, bevor sie ihren Tod, wundervoll in Szene gesetzt, zelebrieren darf. Der Film Independence Day wartet mit einer besonderen Überraschung auf. Zunächst erst einmal wieder eine wunderbare Lichtkameraspielerei mit den Schachbrettreflexionen in der Brille. Hier noch einmal ein einzelnes Auge. Und das ist die Szene, in der sich das Raumschiff öffnet und die tödlichen Strahlen in das Gebäude schießt. Diese Szene muss einige Leute derart inspiriert haben, dass sie sie unbedingt nachbauen mussten. Darf ich vorstellen? Die neue Reichstagskuppel und das Dach des Sony Centers in Berlin. Im Film Ghostbusters von 1984 finden wir einige Szenen, in denen es um Numerologie und Satanismus geht. Hier haben wir das erste, relativ gut versteckte Beispiel. Addiert einfach mal die Zahlen, die hinten auf dem Polizeiwagen stehen. 1 plus 9 plus 5 plus 8. Richtig, 23. Das nächste Beispiel ist genauso gut versteckt, aber wer schon weiß, wonach er Ausschau halten muss, entdeckt auch dieses. Die Ghostbusters erreichen hier gerade die 22. Etage. Sie sind aber noch nicht da, wo sie hinwollen, denn ein paar Sekunden später sieht man folgende Einstellung. Also noch eine Etage. Et voilà, 23. Dort finden sich dann ein netter Altar und Obelisken. Zwei weitere Symbole. Etwas später wird dann diese Szene gezeigt. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich den Film in einer besseren Qualität ansehen, denn dann entdeckt er auf diesem Tor die uns schon bekannte Pyramide mit dem Auge und dazugehörigen Strahlenkranz. Sobald das Tor geöffnet ist, sieht man die gleiche Szenerie als reale Darstellung. Und aus dem Auge erscheint Gosa, den man auch getrost mit Lucifer übersetzen könnte. Wie ich darauf komme? Ganz einfach. Ich entdeckte im Weltnetz dieses Bild und fragte mich, ob es sich hierbei um Spinnerei handelt oder ob da eventuell etwas dran ist. Also folgte ich den Stufen der Pyramide. Die unteren 6 Stufen haben wir abgearbeitet und festgestellt, dass sie in der realen Welt existieren. Starten wir also auf der 7. Stufe. Wobei ich die einzelnen Texte jeweils nur kurz einblenden werde. Wer sie komplett lesen möchte, drücke bitte wieder auf Pause. Mir geht es nur darum, dass die 6 Stufen, die hier als Illuminaten dargestellt werden, auch in der Realität existent sind. Einen besonderen Blick sollte man den Rat der 13 zukommen lassen. Denn hier finden sich die Blutlinien, 13 an der Zahl. Wie viele Gründerstaaten hatten nochmal die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1776, als auch die Illuminaten gegründet wurden? Schnell zurück nach Hollywood, bevor ich vom Thema abschweife. Das Ehrungspentagramm von Walt Disney haben wir ja vorhin schon gesehen. In Los Angeles, genauer gesagt auf dem Walk of Fame, gibt es inzwischen über 2500 dieser Pentagramme, mit denen die Größen aus Film, Fernsehen, Musik, Radio und Theater geehrt werden sollen. Was auf der einen Seite ja noch ganz nett eingestuft werden kann, wird für mich allerdings zur Lachnummer, wenn ich solche Ehrungen sehe. Entweder ist die ganze Geschichte wirklich nur als Witz zu verstehen, oder die Erfinder dieses vermeintlichen Preises, nämlich die Mitglieder der Handelskammer von Hollywood, können Realität und Fiktion nicht auseinanderhalten. Hier werden nämlich Zeichentrickfiguren auf die gleiche Stufe wie Menschen gestellt und in Pentagramm gebannt. Sehr schön ist auch zu erkennen, dass Hollywood alle Bereiche der Unterhaltungsindustrie bedient. Kurz gesagt, Hollywood bestimmt, was wir sehen, hören und anhimmeln dürfen. Wie war das nochmal mit dem Monopol? Im Übrigen schmückt sich auch Berlin mit einer nahezu lächerlichen Kopie des Walk of Fame. Wie war das jetzt nochmal? Viele der jungen Darsteller aus dem Disney Club landeten in der Film- und Musikindustrie? Preisfrage. Welche Persönlichkeit ist denn hier in diesem Cartoon links abgebildet? Erkannt? Dieses eckige Strichmännchen soll Lady Gaga darstellen, die ihre Stimme für die Disney-Produktion Gnomeo und Julia zur Verfügung stellte. In ihrem Steckbrief steht als letzter Punkt, dass sie Philanthropist sei. Fragen wir mal wieder Vicky, was wir uns darunter vorstellen können. Früher verstand man darunter also menschenfreundliches Denken und Verhalten, während man heute von Wohltätigkeit und gemeinnützigen Aktivitäten spricht. Na, das klingt doch mal richtig nett. Und wenn man bedenkt, dass die Dame eng mit Disney zusammenarbeitet und ein weiteres Idol unserer Teenies ist, möchte ich sie unbedingt mal mit ihrer liebenswerten Art erleben. Hoppala, die Dame scheint häufiger mal ein Auge zu riskieren. Illuminati lässt grüßen. Und was hier schiefgelaufen ist, kann ja jeder mal für sich selbst ergründen. Auf jeden Fall scheint die Dame sehr dem Satanismus geneigt zu sein, denn wie soll man sich sonst diese Aufmachung erklären? So präsentierte sie sich jedenfalls 2013 in Montreal auf der Bühne und performte als Bioroboter mit Kabelbrand ihren Song
Bad Romance. Kostprobe gefällig? Mich erinnert dieses Treiben irgendwie daran. Über die Kinder wird dieser satanische Dreck verbreitet und gesellschaftsfähig. Dass das wunderbar funktioniert, möchte ich euch an folgendem Beispiel zeigen. Es geht hierbei um das Thema NWO, also Neue Weltordnung oder auf Englisch New World Order. Wie Millionen Amerikaner auch, war ich in meiner Jugend vom Wrestling fasziniert. Riesenshow, gut gegen böse, Bad Boys, Superstars und Akrobatik bis in die letzte Pore. Jeder weiß, dass das Ganze abgesprochen ist, aber es sorgte für Spaß beim Zusehen. Eines der größten Idole damals war Hulk Hogan. Er verkörperte Amerika und sobald er auftauchte, kochte die Arena. Hulk Hogan stand für Fairness, Kameradschaft und Freundlichkeit dem Publikum gegenüber. Schaut euch einfach mal kurz an, was für ein buntes Treiben das damals war und wie viele Familien mit ihren Kindern zu diesem Spektakel kamen. Dann passierte Folgendes und Wrestling war einfach nicht mehr Wrestling. Achtet mal am Ende des Videos auf das kleine Kind im Vordergrund. Wie schon gesagt, wandelte sich das Gesicht der Wrestling-Szene. Die New World Order stand für unfaire Aktionen, feige Angriffe aus dem Hinterhalt und die Benutzung unzulässiger Gegenstände. Kurz gesagt, es war eine hirnlose Prügeltruppe. Egal wer in diese Liga aufgenommen wurde, er mischte munter in diesem Stil mit. Auch Hulk Hogan fand sich dort ein, was seine Fans zuerst schockierte. Es dauerte aber nicht lange und die Menschen hatten sich an die neue Situation gewöhnt. Ja, viel schlimmer sogar. Sie ahmten ihre Idole wieder nach. Plötzlich fanden sich unzählige schwarz gekleidete Zuschauer mit NWO-T-Shirt in der Arena ein und zeigten munter das Devilshorn, was das Markenzeichen der NWO war. So wurden Millionen Menschen geprägt und sowohl der Begriff NWO als auch das satanische Handzeichen wurden gesellschaftsfähig. So einfach ist es, Millionen Menschen zu manipulieren. Und genauso funktioniert es auch mit Fernsehen, Zeitung, Kino, Musik etc. Es werden künstlich Idole geschaffen. Das nötige Kleingeld hat ja diese Kabale und unsere Kinder rennen hinterher. Naja, nicht nur unsere Kinder. Denkt an Smartphones, Autos, Kleidung und schon ist nahezu jeder in der Matrix gefangen. Wir leben das Leben der Pyramidenspitze, denn die haben alle vermeintlichen lebensnotwendigen Dinge unter Kontrolle. Sei es das Bildungssystem, angefangen mit dem Kinder-KZ Schule, in denen die Kleinen erst gebrochen und dann systemkonform geformt werden, oder die Medien, die genau das berichten, was wir wissen müssen. Sei es die Auftragsforschung, die ein Ziel vorgegeben bekommt und dann so lange herumforscht, bis es passt. Und sogar die Geschichtsbücher sind erstunken und erlogen. Denn die Geschichte schreiben die Sieger. Das, was hier läuft, ist ein uralter Plan der Versklavung der Menschheit, wobei die vermeintliche Elite ein Haufen pädophiler Satanisten ist, die vor lauter Paranoia schon gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Privatarmee um sich herum scharen können. Wer das immer noch nicht glaubt, der höre sich einfach mal den folgenden Schwur der Jesuiten an. Der amtierende Papst hat den unter anderem auch geleistet. Ich verweigere es, den Schwur auszusprechen. Deshalb darf die Computerstimme übernehmen. Schnallt euch an, jetzt wird's richtig hart. Der Schwur der Jesuiten, ich werde jetzt in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der gebenedeiten Jungfrau Maria, des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Johannes des Täufers, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und all der Heiligen und Heiligen, himmlischen Heerscharen und zu dir, meinem geistlichen Vater, dem oberen General der Vereinigung Jesu, gegründet durch den heiligen Ignatius von Loyola,
in dem Pontifikalamt von Paul III. Und fortgesetzt bis zum jetzigen, hervorgebracht durch den Leib der Jungfrau, der Gebärmutter Gottes und dem Stab Jesu Christi, erklären und schwören, dass seine Heiligkeit, der Papst, Christi stellvertretender Vizeregent ist. Und er ist das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche über die ganze Erde. Und das aufgrund des Schlüssels zum Binden und Lösen, der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus gegeben ist, er die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Republiken und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind ohne seine heilige Bestätigung, und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Weiter erkläre ich, dass ich allen oder irgendwelchen Vertretern deiner Heiligkeit an jedem Platz, wo immer ich sein werde, helfen und beistehen und sie beraten und mein Äußerstes tun will, um die ketzerischen protestantischen oder freiheitlichen Lehren auf rechtmäßige Art und Weise oder auch anders auszurotten und alle von ihnen beanspruchte Macht zu zerstören. Ich verspreche und erkläre auch, dass ich nichtsdestoweniger darauf verzichte, irgendeine ketzerische Religion anzunehmen, um die Interessen der Mutterkirche auszubreiten und alle Pläne ihrer Vertreter geheim und vertraulich zu halten. Und wenn sie mir von Zeit zu Zeit Instruktionen geben mögen, sie nicht direkt oder indirekt bekannt zu geben durch Wort oder Schrift oder welche Umstände auch immer, sondern alles auszuführen, dass du, mein geistlicher Vater, mir vorschlägst, aufträgst oder offenbarst. Weiter verspreche ich, dass ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, was auch immer, selbst als eine Leiche oder ein Kadaver, sondern bereitwillig jedem einzelnen Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesus Christus empfangen mag, dass ich zu jedem Teil der Erde gehen werde, wo auch immer, ohne zu murren, und in allen Dingen unterwürfig sein will, wie auch immer es mir übertragen wird. Außerdem verspreche ich, dass ich, wenn sich Gelegenheit bietet, unbarmherzig den Krieg erkläre und geheim oder offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale vorgehe, wie es mir zu tun befohlen ist, um sie mit Stumpf und Stiel auszurotten und sie von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Und ich will weder vor Alter, gesellschaftlicher Stellung noch irgendwelchen Umständen Halt machen. Ich werde sie hängen, verbrennen, verwüsten, kochen, enthäupten, erwürgen und diese Ketzer lebendig vergraben, die Bäuche der Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, nur um ihre verfluchte Brut für immer zu vernichten. Und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das mit einem vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder der bleiernen Kugel heimlich tun, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. Personen, die sie innehaben, egal, wie sie in der Öffentlichkeit oder im privaten Leben gestellt sein mögen. Ich werde so handeln, wie und wann immer mir von irgendeinem Agenten des Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu befohlen wird. Wie krank kann man eigentlich sein? Nicht nur, dass das pädophile Satanisten mit Paranoia sind. Nein, die gehen auch über Leichen, wenn jemand nicht in ihre fanatische Gesellschaft passt. Vielleicht wird jetzt dem einen oder anderen klar, warum das eine oder andere Auto in die Luft fliegt, Menschen in Badewannen ertrinken oder Fallschirme sich nicht öffnen. Versklavung der Völker um jeden Preis. Es wird Zeit aufzuwachen und den Stecker zu ziehen. Wenn nicht für euch, dann für eure Kinder und alle folgenden Generationen. Wenn wir jetzt nicht begreifen, was auf diesem Planeten vor sich geht und vor allem nicht aktiv werden, dann ziehen diese kranken Köpfe ihre NWO durch. Willst du das? Lies dir den folgenden Text durch. Dieser steht auf den Georgia Guidestones in 8 Sprachen. Deutsch ist im Übrigen nicht dabei. Leute, das existiert alles in der Realität und die Zeichen werden uns jeden Tag unter die Nase gerieben. Braucht ihr noch ein paar Beispiele für Satanismus in unserem Alltag?
Los geht's! Rufen wir uns noch einmal die Offenbarung ins Gedächtnis. Dort erfuhren wir, dass die Zahl des Tiers die 666 ist. Wenn man also etwas Gutes möchte, sollte man sich doch von dieser Zahl fernhalten, oder? Dann erklärt mir mal bitte Folgendes. Tja, ja, so sieht das auf jedem Rezept aus. Prüft es nach. 3 mal die 6 und ein, sagen wir, Thron. Na, da muss man doch gesund werden, oder? Nochmal die Offenbarung. Und dieses Mal geht es um die Stelle, in der es heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen. Was das ist, weiß bestimmt fast jeder. Aber was ist darauf abgebildet? Diesen Barcode finden wir auf fast allen Dingen, die wir kaufen können. In diesem Balken versteckt sich ein Zahlencode, der mit Hilfe eines Lasers ausgelesen wird und der dann die Informationen zum jeweiligen Produkt an die Kasse übermittelt. Wie funktioniert der aber? Ganz einfach. Jede Zahl von 1 bis 0 wird durch 2 Balken dargestellt, die sich in ihrer Breite und Abstand unterscheiden. Zum besseren Erkennen habe ich die Zahlen farbig getrennt. Dann gibt es noch das Einführungszeichen, damit der Scanner weiß, dass als nächstes die erste Zahl folgt und dementsprechend am Ende das Stoppzeichen. Was aber bitte ist das? Einen Sinn für die Codierung hat es nicht. Aber schauen wir uns noch einmal die Zahlen an. Wer hat sich das wohl ausgedacht? Wo wir gerade beim Einkaufen sind. So langsam trainiert man uns ja an, bargeldlos einzukaufen. Bank- und Kreditkarten, vollgestopft mit RFID-Chips, sind der Renner. Das ist aber nur ein Zwischenschritt. Denn es geht darum, alle Menschen mit einem Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder Stirn zu versehen. Ja, siehe Offenbarung. Was das bedeutet, möchte ich euch jetzt eindrucksvoll zeigen. Wem dabei übel wird, der kann ja so lange nach Obamacare suchen. In Amerika hat das Pflichtchippen nämlich schon begonnen. Wer jetzt denkt, Amerika sei weit weg, der irrt sich gewaltig. Die NWO mit ihrer Weltregierung ist weiter, als uns allen lieb sein kann. Die Staaten Europas verschwinden unter der diktatorischen Firmenfaschismusstruktur der EU. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Maske komplett fällt. Erst die Enteignung, dann die totale Versklavung, inklusive RFID-Chip. Willst du das? Dass das kein Witz ist, beschreibt uns dieser sympathische Mensch, der leider viel zu wenig Beachtung findet.
Das Römische Reich ist untergegangen. Das Osmanische Reich ist untergegangen. Österreich-Ungarn ist untergegangen. Sie sind alle verschwunden. Dieses europäische Projekt ist uns aufgezwungen worden. Nebenbei bemerkt, wenn ich von einem Imperium spreche, dann denke ich mir das nicht aus. Herr Barroso höchstpersönlich hat die EU als Imperium bezeichnet. Das ist es also, was Sie herbeizuführen versuchen. Sie erzählen uns, bei diesem Imperium handle es sich um ein Projekt für Frieden und Wohlstand. Was Sie uns nicht erzählen, ist die Tatsache, dass es bei diesem Projekt in Wirklichkeit um den persönlichen Machtgewinn einer kleinen Elite geht. Das ist die Wahrheit, die sich hinter diesem Projekt verbirgt. Und diese vermeintliche Elite hält sich ihre direkten Sklaven, die dieses Vorhaben durch dumme Lügen dem schlafenden Volk unterjubeln müssen. Dass sie im gleichen Boot sitzen, raffen sie nicht. Hauptsache, man kann lustige Zeichen machen, um sich untereinander zu verständigen. Zu dumm. Das Volk hat es auch verstanden. Langsam weiß ich nicht mehr, wie ich das alles ignorieren soll. Für mich sind das einfach viel zu viele Zufälle. Erinnert ihr euch noch an dieses Bild? Immer noch Zufall? Und wenn ja, dann durchleuchtet doch einfach mal euren Reisepass. Der Adler mit dem umgedrehten Kreuz ist im Übrigen auch ein Zeichen für die Ankunft Luzifers. Die große Frage ist nur, gibt es diese Mächte wirklich? Oder erzeugt eine Gruppe durchgeknallter Endzeitfanatiker dieses Szenario, um sich daran aufzu... Nee, ich bleib jugendfrei. Hier bin ich wieder an einem Punkt, an dem ich nur noch spekulieren oder philosophieren könnte. Deshalb möchte ich jetzt nicht noch tiefer in dieses Thema einsteigen, sondern euch nur noch ein wenig für euer Umfeld sensibilisieren. Die Symbole und deren Bedeutung sind bekannt. Lasst uns jetzt einfach noch ein paar Minuten mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Mal sehen, was wir alles für Zeichen und Symbole entdecken. Einen habe ich noch. Wieso heißt es eigentlich WWW, also World Wide Web? Es geht doch um ein Netzwerk, also Network. Somit müsste es doch World Wide Net heißen. Mit Web werden doch im Englischen die Netze von Spinnen beschrieben. Ob es etwa daran liegt?
Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.